Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Alba Wildlife Adventure. Ja genau, Alba hat nämlich ein neues kleines Update von Astu bekommen. Und zwar, ja, bekommen wir eine neue kleine Quest, die wir zu erledigen haben. Und wir können mit Pepe nochmal quatschen, der hat für uns auch was Neues. Und ich denke mal, dass wir noch neue Tiere entdecken werden. Zumindest ein geheimnisvolles Tier werden wir mit Sicherheit entdecken, denn so heißt die neue Quest, die sie hier in das Spiel eingefügt haben. Und ich würde sagen, wir starten auch mal gleich mit der neuen Quest. Die haben wir hier oben schon eingeloggt. Das ist einmal Polizeihinweis, sprich bei der Baustelle mit Laura. Und das werden wir jetzt erstmal machen. Wir gehen erstmal zu Laura hin. Den Bürgermeister und Paco auf frischer Tat zu ertappen, war tolle Detektivarbeit. Deshalb habe ich sofort an dich gedacht, als dieser neue Fall hereingeflattert kam. Ich habe Berichte von einem geheimnisvollen Tier erhalten, das überall auf der Insel Unheil anrichtet. Ich würde mich selbst darum kümmern, aber ich muss die Baustelle bewachen, falls es dort irgendwelche Beweise gibt. Könntest du das geheimnisvolle Tier für mich aufspüren? Na klar, machen wir das. Ich habe mir schon gedacht, dass es dich das interessieren wird. Eloy hat berichtet, dass er letzte Nacht seltsame Geräusche bei seinem Hof gehört hat. Du solltest ihn zuerst befragen und dann der Spur folgen. Viel Glück! Genau, das machen wir nämlich auch gleich. Genau, das ist der Hühnerhof. Da gehen wir, laufen wir mal ganz, ganz schnell hin. Oh, ich freue mich wieder, Alba zu spielen. War echt ein schönes Spiel oder ist immer noch ein schönes Spiel. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. War auch einer meiner ersten Spiele, die ich angefangen habe zu Let's Playen hier auf YouTube. Falls ihr euch Alba mal angucken möchtet, falls ihr Alba noch nicht kennt, verlinke euch das einmal oben rechts in die Ecke. Könnt ihr mal in die Playlist reinschauen und euch selber ein Bild machen von diesem schönen, wunderschönen Spiel. Ist echt schön gemacht. So, jetzt gucken wir erstmal. Also hier ist schon mal der Hühnerhof. Ach, da vorne ist er schon. Okay, beim Esel steht er. Gehen wir mal hin. Mal gucken, ob er irgendwelche Spuren hat. Oder irgendwas gesehen hat. Ah, ich hatte gehofft, dich zu sehen. Kannst du mir helfen? Maria hat mir diesen Bienenstock geschenkt. Aber sie arbeitet an einer Art Überraschung. Ich habe nur diesen Haufen Einzelteile und keine Ahnung, wie sie zusammengehören. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir beim Aufbau helfen würdest. Na klar! Das machen wir doch. Danke, du kennst dich echt gut mit dem Werkzeugkasten aus. Wir haben uns wirklich eine Pause verdient. Wie wäre es mit einem Stück Wassermelone zur Belohnung? Oh ja, lecker, lecker, lecker Wassermelone. Die nehmen wir immer gerne. Keine Sorge, sie wurde nicht mit Pestiziden behandelt. Hier, bitteschön. Oh, jetzt können wir die Melone essen. Hab, hab. Geil, hab. Sieht das cool aus. Eine gute Erfrischung an einem heißen Tag, was? Na klar, das tut immer gut. Gut, wie ich höre, bist du dem Tier auf der Spur, das mich letzte Nacht geweckt hat. Ein Glück, dass du meinen Zaun neulich so gut repariert hast. Etwas hat wieder versucht, sich meine Hühner zu schnappen. Und diesmal war es kein Fuchs. Es war eine Katze mit einem langen, gestreiften Schwanz. Vielleicht weiß Simon, wer eine Katze vermisst. Er ist auf den Terrassen und hilft einem meiner Schafe. Okay, dann werden wir Simon mal aufsuchen gehen. Der schwirrt bestimmt dort oben irgendwo rum. Den werden wir mal anquatschen. An sich habe ich ja alles. Jetzt an Tieren haben wir ja alle gefunden. Alles abgeschlossen. Ach, da oben stand irgendwas mit neu. Okay. Wie komme ich denn da hin? Jetzt muss ich mal gucken. Neuankömmlinge. Ah, alles klar. Geheimnisvoll. 0 von 1. Das ist bestimmt das geheimnisvolle Tier, was wir jetzt finden müssen. Na dann, gehen wir mal zu Simon. Ist das der Junge hier unten? Wir quatschen den mal an.
Nee, das ist Juanito. Wow, du hast einige Tiere gerettet, die sich im Müll verheddert hatten. Ich hasse es, wenn Leute im Müll rumliegen lassen. Du solltest die ganze Insel sauber machen, damit das nie wieder passiert. Aber natürlich nur, wenn du willst. Klar, das haben wir doch schon erledigt. So, ich muss auch dazu sagen, ich habe das Spiel jetzt nochmal von vorne angefangen. Ich hatte das vorher auf Steam nämlich gespielt und da das Update ja nur für Apple Arcade rausgekommen ist, habe ich mir das nochmal runtergeladen und nochmal von Anfang an durchgespielt, um euch das neue Update hier zu zeigen. So, mal gucken, wo Simon sich rumtreibt. Also das sind hier die Terrassen mit den ganzen Schafen. Jetzt gucken wir mal, wo er sich vorsteckt. Ach, da oben. Wäre natürlich cool, wenn sie nochmal ein großes Update hier Alba spendieren würden. Das wäre richtig, richtig cool, weil wir haben ja Bauvorhaben quasi gestoppt. Das Hotel sollte ja gebaut werden von dem Bürgermeister und von Paco und ja, das haben wir ja vereitelt. Und ja, mich würde auch gern interessieren, wie das hier so weitergeht mit Alba. Wir sind ja der WRLAI beigetreten, dem Naturschutz und ja, wäre cool, wenn hier noch ein bisschen mehr passieren würde, wenn wir noch irgendwas aufbauen müssen oder so. Das wäre schon irgendwie cool. Naja, mal schauen. Wir lassen uns überraschen. So, da ist er doch schon. Alba, ich bin so froh, dass du hier bist. Kannst du mir mit diesem Schafen helfen? Oder mit diesem Schaf helfen? Es hat etwas Falsches gegessen und will seine Medizin nicht nehmen. Zwei zusätzliche Hände wären wirklich eine große Hilfe. Klar, das machen wir. So, wir haben da auch so einen Arztkoffer, glaube ich. Genau. Damit können wir dem Tier helfen. In Situationen wie dieser hätte ich wirklich gerne einen zweiten Tierarzt auf der Insel. Ah, ich habe gehört, dass du jetzt Eloys geheimnisvolle Katze suchst. Ein langer gestreifter Schwanz, hat Eloy gesagt. Hm. Ich kenne niemanden auf Pina del Mar, der so eine Katze hat. Aber Pepe sagte, letzte Nacht hätte er etwas in seinen Mülltonnen gewühlt. Es könnte dasselbe Tier gewesen sein. Ich habe ihn in der Stadt gesehen, am Strand. Vielleicht kann er dir helfen. Ja, dann suchen wir Pepe mal auf. Der kann uns bestimmt helfen. Ah, witzig, wie sie läuft. So. Pepe, Pepe am Strand, genau. Gehen wir mal hier runter. Guck mal, an welchem Strandstück der ist, steht das hier? Sprich, am Strand in der Stadt. Am Strand in der Stadt, gut, dann kann das nur hier vorne sein. Es gibt nicht nur einen Weststrand und einen Nordstrand. Gibt es nämlich auch noch. Okay, gut. Dann gehen wir da mal hin. Na, wo steht er? Nee, hier vorne ist er nicht. Dann gehen wir mal weiter runter. Ah, hier unten ist er schon. Oh, er wird attackiert vom Möwen. Ah, Möwen. Lasst mich in Frieden. Und klaut mir nicht die Pommes. Sie werden wohl von dem ganzen Müll hier angelockt. Wir müssen wieder sauber machen. Okay. Hat der Juanito, der Junge, doch recht gehabt. Dass wir noch sauber machen müssen. Schnell, der Müll zieht an. Wie ein Magnet. Bitte verscheuche sie. Achso, wir sollen die erst verscheuchen? Nee. Schnell, doch, wir sollen sie erst verscheuchen. Okay. Wie machen wir das denn? Achso. Ah, wir mussten erstmal den Mülleimer gerade hinstellen. Okay, ach, jetzt geht's. Jetzt sagen wir mal schnell den ganzen Müll ein her. Perfekt. Puh, danke. Du hast meine Pommes gerettet. Wie peinlich. Das bleibt unter uns, okay? Ja. Es bleibt unter uns, Pepe. Das erzähle ich keinem weiter. Danke, Alba. Hoffen wir, dass die Zeitung nicht davon erfährt. Oh je, hungrige Möwen attackieren wehrlosen Bürger. Sorry, Pepe. Wie auch immer, ich habe gehört, dass du das Tier suchst,
das meinen Mülleimer umgestoßen hat. Hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Dachte erst, es wäre ein Fuchs. Aber ich habe gesehen, wie es in den Wald gerannt ist. Es hat einen langen Schwanz und einen gefleckten Körper. Ich glaube, Maria hat es auch gesehen. Sie ist gerade auf der anderen Seite des Waldes. Sie sagte, sie hätte eine Überraschung für dich. Du solltest zu ihr gehen. Okay, dann gehen wir mal zu Maria auf der anderen Seite des Waldes. Sprich, auf dem Picknickplatz mit Aussicht zum Nordstrand. Ja, das müsste hier oben sein. Oh, hier ist der Gecko. Ah, den habe ich aber auch gesucht. Den muss man nämlich auch fotografieren. Und der ist so klein, den habe ich anfangs nicht gefunden. Okay, dann gucken wir mal. Das kann nur... Der Nordstrand kann ja nur... So, warte mal, das war nicht die Karte. Das war das Handy. Ah, hier ist die Karte. So, wir sind da. Ja, wir sind schon richtig. Dort hinten muss sie irgendwo sich aufhalten. Dort oben, glaube ich. Dort oben steht sie. Maria. Hallo, Maria. Hallo, Alba. Ich hatte gehofft, hiermit fertig zu sein, bevor du herkommst, aber ich habe ein brandneues Tierschild für dich gemacht. Wo du jetzt da bist, warum baust du es nicht zusammen? Ja, klar. Mal gucken, was hier für Tiere drauf sind. Ah, nur eins. Toll. Und sieh mal, da ist noch Platz für das geheimnisvolle Tier, das du suchst. Ich dachte, es könnte eines der Luchsjungen sein, die du gefunden hast, aber sein Schwanz ist viel zu lang. Ich habe es vorhin gesehen, als es da drüben im Müll gewühlt hat. Du kannst es bestimmt zu seinem Bau verfolgen und herausfinden, was es ist. Okay, dann gucken wir mal. Wiederhopf, Tannmeise, Türkentaube, ja, das haben wir schon alles. Genau, fehlt nur noch das mysteriöse, geheimnisvolle Tier. Folge der Spur aus Müll beim Nordstrand. Ah, hier. Haben wir schon die erste Spur. Die erste Fußspur. Hier liegt noch Müll rum. Den sammeln wir mal ein. Hat irgendeiner ganzen Müll liegen gelassen. Hier sind zwei Aufgaben, sehe ich gerade. Schicke Bilder. Tausche die Fotos. Genau. Und folge der Spur. Okay. Also müssen wir doch vier Fotos austauschen. Habe ich das richtig gesehen? Jetzt gucke ich nochmal rein. Tausche die Fotos auf dem Tierschild beim Nordstrand aus. 0 von 4. Vielleicht müssen wir Fotos nochmal von den anderen Tieren machen. Mal gucken. Oh, wir sind der Spur gefolgt. Okay. Ah, da unten ist er. Sagen wir mal schnell den Müll hier noch rein. Dann mache ich mal gleich ein Foto von. Schön ranzoomen und... scannen. Oh, das ist eine Kleinfleck-Ginsterkatze. Cool. Geheimnisvolle Katze enttarnt. Eine unglaubliche Entdeckung, Alba. Eine Ginsterkatze. Direkt hier in Zekaral. Geheimnis gelöst. Tolle Arbeit. Hier, das ist für dich, Alba. Die Detektivin. Oh, wir haben wieder eine Anstecknadel bekommen. Super gut. Wir haben ja auch eine bekommen für alle Tiere. Einscannen haben wir eine bekommen und jetzt haben wir die zweite bekommen. Sehr schön. Da liegt so viel Müll rum. Oh, jetzt haut sie wieder ab. Sammeln wir mal schnell ein. So, ich glaube, wir müssen wieder zurück zur Polizistin. Nee, noch nicht. Oder wahrscheinlich auch nicht. Okay, das ist damit abgeschlossen. Jetzt setzen wir hier das Bild ein. Die Ginsterkatze. Ah ja, hier ist sie. Ah ja, die anderen müssen wir auch. Müssen wir auch einsetzen. Jetzt gucke ich mal. Ta
Kannmeise, Türkentaube und Wiederhopf. Da ist das Rothuhn. Vielleicht müssen wir den nochmal fotografieren. Ah ne, hier ist die Tannmeise. Perfekt. So, Türkentaube und Wiederhopf. Hier ist die Türkentaube. Okay. Und... Oh, ist der Wiederhopf. Hab ich den übersehen? Bin ich zu schnell durch? Ah, hier ist er. Perfekt. Sehr schön, wir haben alles. Ja, wir sind fertig. Jetzt können wir uns... Genau, den geheimnisvollen... Das geheimnisvolle Tier angucken. Die Kleidfleckins der Katze. Und das Geräusch nochmal anhören. Ja, das war's auch schon mit diesem Let's Play. Ich hoffe mal, dass da noch mehr kommen wird. Noch mehr solcher Updates. Und wenn es nur so eine kleinen sind, ist immer wieder schön, in das Spiel wieder reinzuschauen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn sie da noch ein bisschen mehr machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.